Bamberg TV1, die Reportage. In Bamberg und ich warte auf ein ganz besonderes Schiff, und zwar auf das Schiff von der Wasserschutzpolizei Bamberg. Wir fahren heute einmal nach unten und gucken mal zum Baggersee, und vor allem interessieren wir uns heute dafür, warum soll man nicht in Flüssen baden? Welche Gefahren lauern dort, auch im Baggersee? Warum sollte man vielleicht da nicht baden gehen? Und wie reagiert man richtig, wenn man sieht, jemand ist in Not? Das erfahren Sie heute nicht aus zweiter, dritter Hand, nein, aus erster Hand, nämlich von der Wasserschutzpolizei Bamberg ganz direkt. Ich warte aufs Bötchen und dann ist es so ein bisschen Urlaubsfeeling auch heute, ne? Ein bisschen Boot fahren. Mittlerweile haben wir abgelegt und neben mir ist Herr Römmelt von der Wasserschutzpolizei in Bamberg. Welche Aufgaben hat denn die Wasserschutzpolizei? Die Wasserschutzpolizei ist vor allem da, um die schifffahrtspolizeilichen Vorschriften zu überwachen. Wir überwachen den Freizeitverkehr und wir überwachen die Naturschutzgebiete und wir bearbeiten Umweltdelikte. Wenn jetzt was passieren sollte, wenn jemand ertrinkt, dann seid ihr auch mit draußen? Sind wir immer mit vor Ort. Ist natürlich eine der negativen Aufgaben, die wir haben. Leichenbergung, Ursachenforschung und so weiter. Ja, gehört einfach dazu zum Polizeialltag. Seit wie vielen Jahren sind Sie jetzt schon bei der Wasserschutzpolizei? Ich bin seit knapp 30 Jahren bei der Wasserschutzpolizei. Sozusagen, ja, kenne ich viele Leute, die wichtig sind am Wasser, die mit den Vorschriften zu tun haben, mit den Verordnungen und so weiter. Jetzt die aktuelle, wie man schön warm gemeldet, und doch oftmals passiert es, dass eben Menschen ertrinken, weil sie in Flüssen baden gehen oder in Baggerseen baden gehen. Was ist denn so das Schwierige am Fluss, wenn man baden möchte? Ja, das Schwierige ist einfach im Gegensatz zum Schwimmbad, dass am Fluss jeder Meter anders ausschaut, beziehungsweise man erkennt überhaupt nicht, wo man schwimmt, da das Wasser eingetrübt ist. Man vermutet gefährliche Stellen an falschen Örtlichkeiten. Man kann sich falsch verhalten, indem man zum ungünstigsten Zeitpunkt schwimmt, indem zum Beispiel das Schiff vorbeifährt. Das Schiff erzeugt wieder Sog und Wellenschlag. Die haben also eine Kraft, die großen Gütermotorschiffe, das glaubt man kaum. Wenn man da schwimmt und wenn es 20 Meter weit weg ist, man wird einfach angesogen, man hat keine Chance. Wenn der Schiffsführer nicht rechtzeitig reagiert, ist man in der Schiffsschraube drin, wird zerstückelt. Echt? Ja, das ist also brutal, so blöd wie es sich anhört. Weitere Gefahren ist, wie gesagt, die Strömung. Die Strömung vor Wehren, vor Kraftwehren, vor Wasserfällen, vor kleinen Wasserfällen haben wir besonders hier im Stadtgebiet Bamberg. Dann die Strömung und Wirbelungen im Bereich von Schleusen. Dann die Bereiche vor, hinter und natürlich unterhalb von Brücken. Da liegen oftmals gefährliche Gegenstände drin. Von oben denkt man, ja, kann ich ja beruhigt reinschwimmen, springen. Aber unten liegen dann zum Beispiel gestohlene Fahrräder. Okay. Wenn man dann zu weit runter kommt, verletzt man sich sacklich. Ja. Es ist ja auch oftmals so, dass es ja Blödsinn gemacht wird, von Brücken rein zu springen, wie Sie eben gerade sagen. Ja, ne? Ja. Diesen Blödsinn muss man eigentlich sagen, generell bitte nicht machen, oder? Nee, generell nicht machen, also vernünftig bleiben. Prinzipiell ist das Springen von Brücken verboten. Ach. Egal ob im Stadtgebiet oder im Landkreis oder irgendwo. Hier gilt die Schifffahrtsordnung, die besagt, vor und hinter Brücken, 100 Meter vor und hinter Brücken, hat keine Person etwas im Wasser verloren. Aha. Im Stadtgebiet selbst gilt zusätzlich die Badeverordnung der Stadt Bamberg. Hier ist leider in Bamberg eine beliebte Brücke, der Heinrich-Bosch-Steg, neben der Konzerthalle. Aha. Wir haben das schon festgestellt, weil wir gerufen wurden, dass da einfach Personen unbedacht reinspringen, ohne Hirn und überhaupt darüber zu überlegen, was kann jetzt da unten liegen im Gewässer auf Grund. Da taucht man ja doch 3-4 Meter tief ein. Welche Strafen drohen denn jemanden, der von der Brücke einfach mal reinhüpft? Ja, das ist eine Ordnungswidrigkeit.
Die wird vorgelegt bei der örtlich zuständigen Verfolgungsbehörde, entweder bei der Stadt Bamberg oder bei der Wasser- und Schifffahrtsdirektion in Würzburg. Mhm. Es ist einfach ein Bußgeldvorgang, der einzeln bewertet wird, und es wird zwischen Verwarnungsgeld und Bußgeld einfach festgesetzt von der Verfolgungsbehörde. Es ist ja oftmals ja so, dass man oben die Strömung sieht, aber drunter ist eine ganz andere Strömung. Ist das richtig? Ja, es gibt eine Oberströmung und eine Unterströmung. Ganz gefährlich im Bereich von Bug, zum Beispiel im Stadtgebiet Bamberg, da haben wir mehrere solche Stellen. Die nächste große Gefahr sind einfach die Verwirbelungen, die entstehen, wenn Wasser in Bewegung ist. Sprich, da fährt das Schiff in einem halben Kilometer Entfernung an der Badestelle vorbei, und gerade da, wo man badet, entsteht dann ein Wirbel, wo man nach unten gesogen wird. Man wird nach unten richtig weggesogen? Ja, das gibt es, also Phänomen ist bekannt. Kommt man da wieder raus? Ja, dann ist es eigentlich Übung, oder man muss das vorher im Gedächtnis drin haben. Oftmals hilft nur unter dem Motto, man muss sich runterziehen lassen, bis der Druck, der Sog weg ist, und dann kann man wieder auftauchen. Manchmal nützt alles nichts, zum Beispiel unterhalb den Wehen, Mühlwirt und so weiter. Ja. Da gibt es solche Verwirbelungen, da kommt man einfach aus dem Strudel nicht mehr raus. Jan, da war ja von außen so ein Thema gewesen. Jan wäre sehr beliebt bei vielen, die gern baden wollen, aber auch da sehr gefährlich. Das Jahnwehr, also oberhalb vom Jahnwehr, ist A, Verbot durch Schilder. B, weiß man nie, wann und ob das Jahnwehr geöffnet wird. Das kommt nämlich immer auf den Wasserstand an, und das Jahnwehr wird ferngesteuert. Es ist also keine Person vor Ort. Ach so. Sondern wird einfach ferngesteuert, weil der Wasserstand es erfordert. Und plötzlich ist man in dem Bereich, in dem verbotenen Bereich, muss ich dazu fügen, und hat keine Chance mehr und wird Richtung Jahnwehr getrieben. Und dann fällt man diese paar hundert Meter runter? Kann möglich sein, wenn man sich nicht vorher irgendwo festhalten kann oder an Land kommt. Also wie man sieht, baden in Flüssen absolut nein, ne? Und auch vom Brückenspringen totaler Schwachsinn, soll man nicht tun. Jahnwehr hochgefährlich. Also ich weiß nicht, was mir die Zuschauer und gerade manche haben, die sagen, da gehe ich bewusst baden. Also ein bisschen nachdenken kann ganz schön in die Hose gehen. Und jetzt fahren wir beide ja raus zum Baggersee und gucken mal, welche Gefahren da lauern, wenn man da baden geht, ne? Genau. So machen wir das. Und dann schauen wir nachher mal vorbei beim Bootsführer, der erklärt uns mal so die technischen Details vom Schiff. Wird bestimmt interessant. Und ich genieße ein bisschen die Aussicht, ne? Das Schiff hat eine Wahnsinnsgeschwindigkeit, kann bis zu 40 km/h fahren, und das testen wir jetzt mal aus. Sie dürfen das mit Blick nach vorne genießen, und ich gebe dem Kapitän mal das Go. Bitte schön. Wow. Also mit 40 km/h auf dem Wasser, das ist schon langsam, ist was anderes. Aber gut, die müssen ja schnell sein, wenn was ist. Aber holla. Wir sind jetzt eben mit 40 km/h gefahren, fahren jetzt eine andere Geschwindigkeit, bei der wir die höchsten Wellen produziert. Wie gefährlich sind denn die Wellen? Ja, diese gefährlichen Wellen, wie wir sie nennen, sind die ungünstigsten Wellen, die dieses Boot erzeugen kann. Manchmal auch zu unserem Vorteil bei vermissten Suchen. Wie Sie sehen, zieht das Boot regelrecht an den Ufersteinen das Wasser weg. Würde hier eine Person, eine vermisste Person, tot hängen im Wurzelwerk des Ufergebüsches oder der Uferbäume, würde diese Leiche weggesogen werden, würde 3-4 Meter in die Richtung Flussmitte treiben, und beim Zurückfahren würden wir beim gezielten Suchen die Person finden. Mhm. Nehmen wir jetzt mal, jemand wäre jetzt baden aktuell, so eine Welle zieht weg, hat ein kleines Problem. Genau. Das ist die große Gefahr, und bei einem großen gewerblichen Schiff noch umso größer. Also oft sind es die Kleinigkeiten, die ganz gefährlich sind. Es ist nicht nur immer das Baden, nein, auch am Uferrand, wenn das Schiff vorbeifährt, Sogwirkung aufpassen. Ne? Angekommen sind wir nun beim Oberheider Baggersee, und ich war jetzt ganz erstaunt, dass der Baggersee eigentlich mit dem Fluss verbunden ist. Ja, das ist deswegen, weil früher, als der See noch ausgebeutet wurde, das Frachtschiff, das den Sand wegfuhr, gleich über den Main zu seinem Werk fuhr, zu seinem Entladehafen. Und darum war die Verbindung wichtig. Man fing damals das Baggern an, vom Main herkommend in Richtung Oberheid. Und das sind die jetzigen Ausdehnungen. Der See wird renaturiert. Sie sehen selbst, es wachsen wieder überall Büsche, Bäume. Die Vögel fühlen sich wohl, die Flusstiere hier sind
guter Stimmung. Okay. Der See eignet sich zum Laichen, für die Fische und wird natürlich auch genutzt zum Baden in den Sommermonaten. Was ist da denn das Gefährliche am Baggersee? Viele sagen, da kommt jetzt ein See, kann man auch baden gehen. Was macht es denn so schlimm, dass auch schon so viele ertrunken sind im Baggersee? Ja, wie schon eingangs erwähnt, sieht man erst einmal nichts, was unter der Wasseroberfläche ist. Also würde man einfach mit Kopfsprung voraus vom Ufer in den See springen, könnte man schon aufschlagen auf einen Baumstamm, auf einen anderen Gegenstand und so weiter, auf ein zurückgelassenes Seil. Die zweite große Gefahr ist, der See wurde so ausgebeutet, dass er bis zu seinen Markungsgrenzen senkrecht nach unten ausgebaggert wurde. Senkrecht? Senkrecht nach unten. Das bedeutet, wenn man jetzt 2-3 Meter vom Ufer in den See läuft, kommt plötzlich die Kante, die nach unten fällt. Und wir haben hier Tiefen, Wassertiefen bis zu 7 Meter im See. 7 Meter hier in Oberhalb? 7 Meter im See. Denkt man nicht, wenn man so den See anschaut. Jetzt ist erst vor kurzem jemand ertrunken. Auch woran lag es denn bei ihm? Ja. Also die Ermittlungen ergaben, dass dieser junge Mann im Alter von 26 Jahren nicht schwimmen konnte. Ach Gott. Das Phänomen haben wir leider in der letzten Zeit immer wieder. Man hört es auch überall in der öffentlichen Presse und so weiter, dass es immer mehr Nichtschwimmer gibt. Also man sollte die Schwimmkurse der Wasserwacht, der DLRG, in Anspruch nehmen. Man sollte auch als Erwachsener, wenn man schon Jahre nicht mehr geschwommen ist, sich wieder mal vortasten. Natürlich im Schwimmbad anfangen, wo man Sicherheiten hat. Wenn man merkt, man kommt nicht mehr weiter, dann kommt man leicht zum Ufer. Hier im See ist es schwierig. Das würde ich sagen, wir stehen hier, ja, und wenn man mal guckt, wir sind eigentlich schon draußen mit dem Schiff. Jetzt mal Frage, Schiff, Tiefgang, Schraube, warum können wir so weit rausfahren? Eben wegen dem Absacken. Ja, genau, das ist jetzt das. Der tiefe Teil des Sees ist noch unterhalb von unseren Schrauben und Ruderblättern. Jetzt mit dem Bug setzen wir direkt am Ufer auf. Wir sind also sozusagen zur Wasserlinie 1 Meter entfernt. 2 Meter weiter geht es hier 4 bis 5 oder 6 Meter tief nach unten. Also gucken Sie mal wirklich, das ist. Also wir stehen jetzt wirklich mit dem Schiff an der Kante und ich bin total beeindruckt, dass hinter uns das Schiff noch irgendwie Wasser in einem Kiel hat. Aber es geht wirklich, wenn man mal hier links schaut, man sieht's. Es ist hell und plötzlich geht es in die Tiefe runter. Also ein Baggersee, hochgefährlich in meinen Augen. Absolut. Hinter uns sieht man jetzt ja auch junge Familien mit Kindern. Ich weiß jetzt, was hier Untiefen da sind. Ich finde es beeindruckend. Ist schon ein bisschen fahrlässig, ein bisschen dumm, sage ich mal. Ja, hier wird wieder, sagen wir mal so, auf die Vernünftigkeit appelliert, jedes Einzelnen. Natürlich sollte auch ein Kind, das in den Baggersee geht, schwimmen können. Mhm. Also ich finde es relativ oder sehr leichtsinnig, wenn ein Kind mit Schwimmflügeln oder gesichert mit einer Luftmatratze hier auf den See rumpaddelt. Also ein Kind sollte schon schwimmen können, wenn es in den See geht. Wir verlassen jetzt wieder das Baggerloch in Oberheit und jetzt die Frage aller Fragen. Wenn ich an einem Baggerloch stehe oder ich bin an einem See oder ich bin an einem Fluss und ich sehe, jemand ist in Not, wie verhalte ich mich richtig, was tue ich? Schwierige Frage oder auch leichte Frage. Es gibt den Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung. Der besagt eigentlich, dass man helfen muss, wenn man kann. Und hier ist der Knackpunkt. Wenn ich natürlich jemanden sehe als Nichtschwimmer vom Ufer aus, der 30 Meter weiter im Baggersee im Innern ertrinkt, nützt mir es nichts, wenn ich reinspringe. Bin ich aber ein guter Schwimmer, bin ich eigentlich laut Gesetz schon dazu verpflichtet, von den sozialen Gedankengut ganz zu schweigen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass ich dort helfen muss, wo ich kann. Es gibt auch Stellen, da ist eine Hilfe in bestimmten Situationen aussichtslos. Zum Beispiel denke ich da, wenn einer kurz vor einem Wehr hintreibt, der kann nicht mehr ans Ufer, die Strömung ist zu stark. Wenn ich da reinspringe, obwohl ich ein guter Schwimmer bin, habe ich auch keine Chance. Gehe ich auch mitunter, befinde ich mich dann auch in Lebensgefahr. Dann irgendwo ist einmal dann die Grenze erreicht mit dem Helfen müssen. Aber alles,
was zumutbar ist und was man machen könnte als normaler Mensch oder auch als Mensch, der die Ausrüstung, der das Können, der die Kenntnis von bestimmten Situationen hat, muss man einfach helfen. Wen rufe ich an, wenn ich mein Handy sage, ich will jetzt Hilfe rufen? Wen kann man anrufen am besten? Ja, am besten die Nummern entweder 110, der Notruf der Polizei, oder 112, der Notruf der integrierten Leitstelle. Von diesen beiden Stellen werden sofort Rettungskräfte zu dem bestimmten Ort hingeschickt, sprich Wasserwacht, DLRG, Feuerwehr, was eben aufgrund der Situation als notwendig erscheint. Das heißt, man kann sich darauf einigen, wenn man sieht, jemand ist in Not und man traut sich zuzuhelfen, dann sollte man es auch tun oder zumindest dann 110, 112 rufen. Weil gar nichts zu tun ist schon absolut daneben, finde ich mal. Kann man gar nicht bringen, sowas. Ja. Der Kapitän des Bootes heißt Herr Markert. Heute unterwegs mit euch. Bei euch gibt es ganz schön viel zu sehen. Technische Daten zum Schiff, was kann's, was tut's? Ja, unser Schmuckstück, unser Streckenboot, die WSB 42 oder wir nennen sie intern die Babenberg, ist Baujahr 79, wurde die letztes Jahr, also 2014 bis 2015, über den Winter eine Komplettmodernisierung unterzogen. Bei knapp 13 Tonnen Gewicht, 14,5 Meter Länge, weist die Babenberg zwei Turbodiesel auf, insgesamt somit 520 PS auf zwei Schrauben, die wiederum auf zwei Ruderblätter wirken. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei knapp 40 km/h. Das Fahrzeug ist konstruktionstechnisch speziell auf unseren Einsatzbereich eingestellt worden. Das bedeutet, der Rumpfform, die Schraubenform und auch die Ruderplattform wurde so gewählt, dass wir bei uns in unserem Fahrgebiet möglichst effektiv fahren können. Zum Beispiel ist das Fahrzeug im Vergleich zum normalen Sportboot hochwendig. Mhm. Wie Sie vor mir sehen, ist die Seemannsromantik, wie sie früher bei uns üblich war, auch nicht mehr gegeben. Vor dem Umbau war hier ein großes Handholzruderrad. Echt, war das so? Richtig, mit zwei Händen bedient hat. Nach dem Umbau gibt es jetzt einen kleinen Joystick, den nennt man in der Fachsprache Tiller. Damit lege ich mein Ruder. Ich kann nicht mehr fühlen, wie mein Ruder steht. Das konnte ich früher bei einer mechanischen Verbindung noch. Hier sehe ich jetzt einen kleinen Ausschlaggeber, wo mein Ruder sich befindet und auf der großen Anzeige, wie mein Schiff tatsächlich bei der Ruderlage reagiert. Ich muss ja Wind und Welle mit einberechnen. Also ich kann zwar Ruder nach Backbord, also nach links legen, wenn aber der Wind gleichzeitig von Backbord kommt, wird er mich nach Steuerbord drücken, es sei denn, ich lege mehr Ruder, um das zu kompensieren. Das sieht man jetzt schon. Das Ruder steht gerade, müssen wir gerade ausfahren, aber der Wind drückt ein bisschen jetzt von links und schiebt uns ein bisschen rechts rüber. Sie sehen, ich habe jetzt ungefähr 5 Grad Ruderwinkel gelegt und jetzt langsam reagiert das Fahrzeug erst und fährt wieder geradeaus, weil einfach jetzt der Wind eben von quer ab vom Backbord kam. Radar ist ganz, ganz wichtig. Man sieht ja damit andere Schiffe, die kommen. Was sieht man noch auf dem Radar? Also wir haben hier zwei Systeme. Das klassische Radarbild, wie Sie es kennen, wie es jeder aus Film und Fernsehen kennt. Und zusätzlich wurde in dem Umbau eine Flusskarte integriert. Man könnte auch sagen, ein Navi, weil nichts anderes stellt es dar. Ich bekomme darauf verschiedene Informationen, die mir nautisch weiterhelfen, über wo mein Fahrwasser sich befindet. Es wäre in dem Fall der hellblaue Strich, der zu sehen ist. Ich kriege Kilometrierungsangaben. Ich kriege aber auch Beschilderungsangaben. Die sind für den Flussschiffer, der nicht regelmäßig hier fährt, äußerst wichtig. Es kann nämlich zum Beispiel sein, dass er unter einer Brücke durchfahren möchte. Üblicherweise Rechtsverkehr, die Brücke aber aufgrund der Strömungssituation im Gegenverkehr umfahren werden muss oder durchfahren werden muss. Mhm. Und die Information bekommt er dann darüber, er sieht dann ein Abbild der Brücke und weiß dann, okay, ich muss über die Gegenverkehrseite fahren. Das muss er natürlich dann beim Funk wieder ankündigen, muss gegebenenfalls gewisse schiffische Zeichen zeigen, also eine bestimmte Tafel aufklappen, damit der Gegenverkehr weiß, okay, da kommt jemand auf meiner Spur mir an. Und die Informationen sind da alle rauszuziehen. Eben sieht man hinten ja noch eben den Boden, die Tiefe, man sieht auch die Unebenheiten des Flusses. Also man denkt immer, so ein Flussbett ist ganz glatt, aber das ist gar nicht der Fall. Das ist richtig so. Also wir befinden uns hier momentan im Main, ziemlich genau noch in dem Bereich, wo auch die Originale der Main früher mal natürlich geflossen ist. Demzufolge ist der Boden streckenweise gerade dort, wo er nämlich abgegraben wurde und streckenweise aber auch so, wie ihn die Natur einfach gelassen hat. Sie werden auch später in ungefähr 500 Meter feststellen, dass hier Zacken bis auf etwa 3,5 Meter nach oben gehen. Da war Zacken? Ausschläge auf dem Signal, also eine Anomalie, sprich, da war früher eine alte Schleusenanlage, die wurde im Rahmen des Main-Donau-Kanals Erschließung, wurde die Schleusenanlage abgerissen. Die Unterwasserbauwerke sind aber stellenweise natürlich noch drinnen, weil wenn sie außerhalb der Schifffahrtsstraße liegen, stören die da keinen, ich muss es halt wissen. Weil wenn ich das
Das zeigt man ihm das Gerät dann an. Also ganz schön viel gelernt heute bei der Wasserschutzpolizei in Bamberg. Ja? Ganz schön komplexer Job. Wenn das Wetter schön ist, glaube ich, macht das auch Spaß. Bloß bei schlechtem Wetter kann es auch immer nicht so toll sein, oder? Also wir gehen bei Wind und Wetter raus. Es gibt für uns kein schlechtes Wetter. Tatsächlich ist die Hauptarbeitszeit für uns der Winter, weil in zur winterlichen Jahreszeit die Flusspegelstände an Rhein und Donau, also den zwei Flüssen, an denen der Main-Donau-Kanal mündet, durchs Hochwasser am höchsten sind und da die Schifffahrt am meisten laden kann. Bedeutet bei uns, wir haben hier Stauhaltung, immer gleiche Wasserhöhe rund ums Jahr. Die großen Kähne, sage ich jetzt mal, kommen hauptsächlich im Winter. Da wird dann entsprechend auch hier Fracht umgeschlagen. Ah ja, jetzt muss ich nur was privat fragen. Ne? Bist du vorhin so schnell gefahren, 40 Sachen. Ne? Es ist nämlich schon Mörder Speed. Wo gibt man denn eigentlich Gas in dem Schiff? Sie stehen direkt davor. Das ist der Gashebel und zwei Stück, einen Backbord, einen Steuerbordseitigen für die Maschinen. Wenn Sie wollen, dürfen Sie gerne die Hand drauflegen. Ein bisschen eingekuppelt. Ich nehme die rechte Hand, ne? Ja. Das Einzige, was Sie achten müssen, Sie gleichmäßig nach vorne zu schieben und dann schieben Sie die mal bis zum Anschlag langsam nach vorne. Das ist nicht schon mal was ganz anderes, ne? Heieiei. Ich sitze heute am längeren Hebel, wie Sie merken, ne? Ja, es ist schon Tempo, ne? Heieiei. In Knoten ausgedrückt? Knoten wären es knapp über 20 Knoten, aber im Binnenschifffahrtsverkehr wird von metrischen System gerechnet, sprich wir rechnen mit Kilometern und die sehen Sie gerade. Wir fahren knappe 33 Kilometer in der Stunde. Wir können bis auf knapp 40 km/h beschleunigen. Ach, das ging noch schneller. Wenn wir noch ein bisschen was drauflegen, dann sehen Sie, wie sie sich langsam auf 40 km/h hocharbeitet. Heftig. Ganz schön komplex das Thema. Hätte ich nicht gedacht, was es alles für Möglichkeiten gibt und welche Gefahren es vor allem gibt, in Flüssen zu baden, an Wehren oder auch im Baggerseen. Also bitte überlegen Sie, bevor Sie reingehen, ob Sie wirklich schwimmen können. Auch Ihre Kinder bitte nur reinschicken, wenn die Kinder schwimmen können. Persönliche Meinung von mir, ich würde es gar nicht tun, weil es wirklich saugefährlich ist. Und die Polizei, die Wasserschutzpolizei ist Note 1. Sie sind wirklich immer da, wenn was ist und einfach ist der Job nicht. Und dass wir ihnen zeigen können, dass der Job nicht einfach ist, haben wir uns eben beschlossen, mal einen Tag lang mitzufahren. Das heißt, demnächst werden wir einen Tag mit der Polizei in Bamberg auf dem Main unterwegs sein und werden 60 Kilometer Streckenabschnitt kontrollieren und dann auch dabei sein. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Denken Sie drüber nach und bitte sagen Sie auch anderen Leuten weiter. Es ist nicht cool, von einer Brücke zu springen. Es ist einfach nur beklopft. In dem Sinne, schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleiben Sie gesund. Servus und Taha. Bamberg TV 1. Gefallen Ihnen unsere Sendungen? Dann werden Sie Fan bei Facebook. Unter www.facebook.com/bambergtv1 finden Sie stets aktuelle Neuigkeiten und sehen immer zuerst unsere neuen Sendungen. Jetzt Bamberg TV 1 Fan werden. Ein kleiner Klick mit großer Wirkung.